mein Name ist Barbara Kurschmidt, ich bin zweiter Vorstand von dem Verein Waldkraxler e.V. Wir haben uns vor so einem guten Jahr zusammengetan mit ein paar befreundeten Familien und hatten so die Idee, einen Waldkindergarten zu gründen. Wir waren dann lang auf Grundstückssuche, hat sich ein bisschen schwierig hier gestaltet im Tal, weil alles sehr anspruchsvoll, sehr bergig auch ist. Und sind dann aber fündig geworden, hier oben oberhalb vom Friedhof runter zum Sportplatz. Jetzt sind wir so weit, dass wir ein Konzept entwickelt haben. Der Plan ist, im April hier mit 15 bis 20 Kindern zu starten, die sich dann hier den ganzen Tag im Wald aufhalten. Vielleicht so der Unterschied zu einem normalen Kindergarten ist, dass die Kinder sich halt hier sehr frei bewegen können, wirklich sich das suchen können, was sie interessiert. Die Idee ist, so mit den Kindern mitzugehen, sie nicht zu bespaßen, ihnen nicht so viel vorzugeben, sondern wirklich zu schauen, was ist so das, was die Kinder interessiert, und da als Erzieher dann konkrete Anreize auch zu geben, dabei zu sein und klar natürlich für die Kinder auch Ansprechpartner zu sein. Ja, die Kinder halten sich eigentlich wirklich den ganzen Tag im Wald auf. Es gibt eine Ausnahme, wenn das Wetter sehr extrem ist, wenn es wahnsinnig kalt ist, Wind ist, dann haben wir einen ganz, ganz tollen Raum unten im Sportpark hier. Das ist so, dass wie hier der Tag abläuft. Aktuell sind wir jetzt gerade auf der Suche noch nach Mitarbeitern. Wir haben schon einige Interessenten, schauen gerade so verschiedene Leute an, die Lust haben, mit uns hier gemeinsam diesen Waldkindergarten zu starten. Zudem suchen wir jetzt auch Interessenten, die ihre Kinder hier gerne anmelden möchten. Also wir starten im April und beginnen wir mit den Voranmeldungen.